Herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial mit Adobe Photoshop Elements 9. In diesem Videotutorial möchte ich kurz erklären, wie man ein Text bzw. ein Textlogo grafisch mit Photoshop aufwerten kann. Dazu öffnen wir hier oben unter Datei, Neu, eine leere Datei. Diese Wellen nennen wir einfach mal Hintergrund. Und hier mit der Vorgabe Zwischenablage wählen wir Film und Video aus. Hier haben wir dann 720 Pixel auf 480 Pixel. Das gibt uns dann schon ein passendes Format bzw. die Größe des Bearbeitungsbereiches vor. In diesem Fall ein 16:9 Format. Den Hintergrund färben wir mit diesem Tool hier, dem Füllwerkzeug, schwarz ein. Hier hat man dann einen guten Kontrast mit dem Textwerkzeug. Hier bei diesem T klicken wir einmal in den Text und geben unseren Text ein. Schreiben wir mal einfach die Deluxe rein und mit Hilfe des Verschieben-Werkzeugs ziehen wir den Text dann mittig in das Feld. Und die Schriftart können wir dann noch anpassen. Jedes Logo sollte ja durch seine eigens zugeordnete Schriftart erkennbar sein. Hier am linken oberen Bildrand unter dem Menüpunkt Datei können wir die Schrift auswählen. Da gibt es sehr viele verschiedene Varianten von Schriftarten. Also man hat hier viel genug Auswahl. Man kann sein Logo ziemlich individuell gestalten. Wir nehmen hier beispielsweise mal diese Schriftart. Die Schriftgröße setzen wir oben auf 100. Und man könnte das Logo jetzt schon so lassen. Jedoch bietet Photoshop hier unter dem Pinsel noch einige Möglichkeiten, ein Logo zu gestalten. Eine sehr schöne Art sind die einfachen quadratischen Pinsel. Wir wählen hier einfach mal den mit 24 pt aus. Die Größe ändern wir noch auf 50 pt. Und wenn wir jetzt damit über das Bild fahren würden, hätten wir nur schwarz. Hier unten ändern wir die Farbe dann wieder auf rot. Auf schwarz eignet sich rot sehr gut. Wir können dann hier drüber fahren. Wichtig auch hier wieder, dass der Hintergrund markiert ist. Und würden wir jetzt so über das Bild fahren, hätten wir nur hier an den Ecken abgestufte Linien. Das wollen wir natürlich nicht. Man kann das hier oben, wenn man auf diesen Pinsel klickt, auswählen und da verblassen. Das gibt einen sehr netten Effekt. Und wenn man Farbton-Zufallswert einstellt, dann geht der also komplette Rotspektrum durch. Mit dem Malabstand kann man verändern. Wenn man dann hier oben hin sieht, kann man das auch erkennen, wenn ich jetzt wieder kleiner mache, sind die hier oben enger beisammen. Wenn ich wieder größer mache, sind sie wieder weiter auseinander. Das gleiche gilt auch für Streuung. Da kann man sich da recht gut spielen damit. Wenn man dann vom oberen linken Eck ins untere rechte Eck fährt, sieht das dann so aus, bei gedrückter Taste. Also wie gesagt, dieses Logo ist noch verbesserungsfähig. Ich wollte mit diesem Logo einfach nur mal kurz zeigen, was man mit Photoshop alles machen kann. Man kann natürlich jetzt auch, wenn man diese Quadrate nochmal wegmacht, auch noch andere Pinsel auswählen.
Zum Beispiel die Spezialeffektpinsel, dass ich hier so eine Blätter mache. Ein Klick hier rein zeigt, dass es eigentlich recht schön aussieht. Man kann es auch mit verschiedenen Farben machen. Hier unten wieder raufklicken. Kann man zum Beispiel so Giftgrün nehmen. Und fahren hier oben nochmal ein paar Mal rein. Und dann halte ich eben hier solche Effekte. Mehr wollte ich eigentlich in diesem Videotutorial jetzt nicht erklären. Wer es vielleicht bemerkt hat, ist meine Stimme nicht so gut, da ich krank bin. Ich würde mich trotzdem über ein Abonnement freuen, über Kommentare und gegebenenfalls über Fragen, die ich dann beantworten kann. Denn schon langsam geht auch mir mal der Stoff aus, was ich über Photoshop noch so alles berichten könnte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für meine weiteren Abonnenten, die meinen Kanal abonniert haben.